Also sorry, da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr. Das ist mir zu blöd. Ging's lang? Nee, ging's nicht lang, wir müssen weiter. Ich meine, wenn du drei Anläufe brauchst, ist okay, aber nach dem fünften Anlauf, das ist mir dann irgendwie zu blöd, mit da einer einzigen Karte hinterher zu rennen. Und mittlerweile habe ich auch komplett vergessen, wo die ganzen anderen Karten alle lagen. Es ist, ja. So, wir gehen jetzt durchs Portal. Na dann, auf durchs Portal. Du willst diese Welt, die Schwenk willst. Ja, wenn Steinberg nicht mehr da ist, dann ist das vollkommen okay. Ich bin bereit. Ich habe alles, was ich brauche. Dann ziehe weiter. Bis später und danke. Vielleicht wird er höher fliegen als alle anderen. Dann wird nicht einmal das Feuer seine Flügel versengen. Doch zuerst wird er in die Tiefe stürzen und niemand wird da sein, um ihm zu helfen. Nanu? Kein schöner... Da gibt's... und Flügel habe ich auch noch. Der Schutz der Nachtfalter scheint zu wirken. Okay. Grünwuchs? Nichts. Da ist... Was haben wir denn hier? Schneebedeckter Stein. Huch, was ist denn das Dings da? Noch etwas weiter graben? Oh, es ist eine Statue. Vielleicht müssen wir die ja anquatschen, wenn wir sie schon freilegen müssen. Oh, ich kann mit der Statue reden. Du bist die erste Statue, die mit mir sprechen will. Oh. Was für ein Gott bist du denn? Das soll nicht unhöflich klingen, aber sicher, dass du nicht nur eine Statue bist? Okay. Ich muss leider weiter. Gut. Hier kommen wir jetzt nach hinten. Ich könnte schwören, dass ich da am Bergrand gerade einen Jungen gesehen habe. Einen kleinen Jungen mit Flügeln. Fantastisch. Jetzt verliere ich also völlig den Verstand. Okay. Ein gefrorenes Dürres.
Astra. Mehr wächst hier wohl nicht. Sieht aus, als wäre schon mehr als einmal vom Blitz getroffen worden. Können wir das vielleicht wachsen lassen? Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Können wir vielleicht Fuchslust? Scheint hier wohl nicht hinzuhauen, was? Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Okay. Das sieht aus wie Mottenüberreste. Gruselig. Kann ich damit... Okay. Okay, gut, ich gehe mal heute. Darf ich kurz stören? Großartig. Ich rede nicht nur mit mir selbst. Jetzt fange ich auch schon an zu halluzinieren. Aber ich bin keine Halluzination. Ich bin Jerry Haselnuss. Haselnuss? Natürlich. Ich verliere eindeutig den Verstand. Okay. Was machen Sie denn hier? Ganz allein im Nirgendwo? Was glaubst du denn? Ich verschwende meine Zeit. Ich warte schon seit Wochen auf den Polwal. Aber ist ja auch kein Wunder, dass ich ihn nicht finde. Meine Ausrüstung ist kaputt gegangen. Und heute ist Weihnachten. Ich habe versprochen, mich zu Hause zu melden. Verdammt! Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man etwas unheimlich Wichtiges erledigen muss. Bevor man dann heimgehen kann. Der Junge mit den Flügeln und dem Zylinder versteht mich. Zum Glück funktioniert mein Funkgerät nicht. Wenn ich das jemandem erzähle... Okay. Kann ich irgendwie behilflich sein? Kannst du mich nach Hause fliegen? Ich glaube nicht. Diese Flügel sind nämlich gar nicht echt, wissen Sie? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Tut mir leid. Okay. Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg. Okay. Ich hoffe, Halluzinationen frieren nicht. Du hast gar keine Jacke an. Nein, nein. Ich stehe unter dem Schutz der Nachtfalter. Ah, na klar. Das hätte ich mir ja denken. Eigentlich ist das ziemlich geil. Plane. Auf der Kiste steht Projekt Polwal. Streng geheimes Forschungsmaterial. Ich nehme mir eine von den Lichterketten mit. In meinen Forschungsarbeiten klang das alles noch so gut. Eine fast ausgestorbene Spezies mit Lichtern. Jetzt sitze ich schon seit Wochen in dieser Kälte und nichts funktioniert. Verflucht! Komm schon, funktioniert. Okay, Antenne. Eingefroren. Ganz. Lass mich mit ihr reden. Ich hab's versprochen. Okay, okay, okay. Ich habe eine Lichterkette. Verdammt nochmal! Ja gewusst. Du bist mein schlechtes Gewissen, oder? Ich sehe ja ein, dass es ein Fehler war, über die Feiertage zu arbeiten. Diese verfluchten alten Ziegenböcke von der Universität sind schuld. In den Stecker stecken wir... Und jetzt? Da passt der nicht. Stecken wir... Passt der nicht. Antenne? Da passt der. Da passt. Warum passt der nicht ins Funkgerät? Ich weiß, was ich tun muss. Okay, alles klar. Und jetzt? Höre ich mich eigentlich? Der Stecker steckt. So weit, so gut. Okay, ich hätte schon muss. Ich weiß, was ich tun muss. Wie lange die hier wohl schon... So, dann reden wir nochmal mit der Statue. Beleidigen sie nochmal. Warum auch nicht? Man geht einfach zu der Statue hin, beleidigt sie. Den Akku wieder aufgeladen haben.
nur eine Statue. Ich danke dir. Tada! So. Marie, du meine Güte, es tut so gut, deine Stimme zu hören. Es tut mir so leid, dass ich nicht da sein kann. Ich... Aber ich habe versprochen... Sie weist dem Herzen den Weg nach Haus. Du weißt immer, wie man mich aufmuntern kann. Tada! Machst du jetzt ein Foto oder? Foto? Okay. Das Lied. Er wird das Portal für mich öffnen. Er sagt, ich habe bereits alles gelernt, was es hier zu lernen gibt. Ja, ich glaube, ich weiß, wie der nächste Zauberspruch funktioniert. Okay. Aber was soll ich damit anfangen? Gruselig. Sind die einfach nur da? Okay, ich rede mal mit der Frau hier noch. Es ist unglaublich. Frohe Weihnachten! Und allen ein Wohlgefallen! Damit bin ich fürs Erste fertig. Okay, ich glaube, dann muss ich jetzt wieder gehen. Ja, okay. Das war's schon, so viel war's gar nicht hier in dieser Welt. Das war der vierte Zauber. Ich frage mich, ob ich jetzt bald nach Hause kann. Wollen wir mal sehen. Kehrtest du aus der Kälte zurück, gegen sie benötigst du Mondscheins Schutz nicht mehr. Doch sie kann dich nicht vor diesem Flügellosen schützen. Aber das ist doch der Marquis de Hotor. Marquis de Hotor. Marquis. In der Welt, aus der wir stammen, hat er einen anderen Namen. Der Kalte. Er war bereit, uns erfrieren zu lassen. Meine Damen, das muss ein Missverständnis sein. Ein lächerliches Missverständnis, für das wir in der Tat gar keine Zeit haben. Wir ziehen fort und du wirst uns nicht aufhalten. Nur zu. Gleite du voran. Espera. Jerry, du bist ein Falter. Oh, und deine Flügel, du hast dafür gesorgt, dass wir genug Nahrung haben, um unsere hohe Priesterin in einen sicheren Ort aufzuziehen. Sieh mir in die Augen. Er wird dein Vertrauen missbrauchen. Ein Abgrund wird sich auftun mit dem ersten Versprechen,
dass der Kalte bricht. Der Kalte? Ihr kennt mich doch gar nicht. Jerry, diese Motten kennen mich nicht. Warum haben die Nachtfalter gesagt, dass ich ihnen nicht trauen darf? Das war Unsinn. Beleidigender Unsinn. Jerry, vertrau mir. Wir haben wirklich keine Zeit. Du hast deine 4 Zauber gelernt. Nunmehr steht dir deine größte Prüfung bevor. Noch eine Prüfung? Jerry, ich verstehe selbst noch nicht alles, doch eine große Gefahr braut sich zusammen. Ja, ich weiß jetzt, woher die Krähen kommen. Wir können Mauswald helfen. Mauswald? Hier geht es um mehr. Um viel mehr. Ich will nach Hause. Nur mal kurz. Was? Ich will nach Hause. Jerry, du kannst jetzt nicht nach Hause. Aber sie haben gesagt, dass ich bald wieder nach Hause kann. Wenn wir unsere Zeit weiter verschwenden, dann... Der letzte Nagel. Ich... Oh nein!